Hey, 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 und willkommen bei einer weiteren Folge Sea of Thieves. Man sieht, haben wir schon ein paar Schädel. Mit dabei ist wieder der liebe Herr Kampfläufer. Wir müssen südwestlich. Aber der ist gerade kurz mit seiner Kleinen beschäftigt, ein Hörspiel anmachen. Also sehen wir mal alleine oder was? Der Wind sieht sogar gut aus, kein Gegenwind. Einfach zumindest. Oh. Südwestler. So. Sogar gut mit dem Wind. Da ist. Es macht so viel aus mit dem Wind. Es ist unglaublich. Wieso nicht? Ich könnte noch ein bisschen mehr Westen. Ja, das wird die Insel da vorne sein. The Song Groove. Okay. So, hier doch. Auf der Insel. Ja, sind drei Totenschäden. Okay. Dreimal. Dreimal. Zedu, dreimal. Dreimal. Ich guck mal, ob ich schon irgendwo Skelette sehe. Ja, da hinten sind welche. Auf der kleinen Insel, direkt hinter uns. Also einmal rumfahren. Ja. Hier sehe ich erstmal nichts. Machen wir kurz eine kleine Erkundung so. Captain Henne hat gesprochen. Wollen die, da sind keine Skelette. Nichts weiter, nur Schlangen. Sieht voll professionell aus, was du machst. Mit deiner Hakenhand. Arr. Arr. Arsch, Captain. Was liegt da im Wasser? Ja, so nix. Ah, da ist noch. Gestrüpp. Ist hier was drauf auf der kleinen Mini-Insel? Ne. Nur Kisten. Nur Ressourcenkisten. Aber die Insel hier müsste gut sein. Ja. Sie bremse. Willst du wieder schießen, dass das besser ist? So. Eigentlich muss. Fahr mal kurz meine Waffe nach. Ne, ich komme nicht so tief. Warte. Naja, doch, aber nur wenn ich die Wellen wirklich ausgleiche. Ich muss halt echt auf die scheiß Wellen warten. Ja genau, das Scheiß weicht noch aus. Du bist ein übelster Profi. Wow, der hat gesessen. Ui, das war knapp.
Nee, 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 nee. Not all. Ich bin... Schön. Boah, neue Kugel. Oh, unser erstes Kugelfass hier. Und das ohne ein feindliches Piratenschiff. Wow! Sorry. Was? Ah, Asi. Wow. Schieß noch nicht, schieß noch nicht. Ja. Mein Problem ist halt, ich muss übel auf die Wellen droppen, bis sich das Schiff hier mal absägen wird. Das sieht recht wieder davon, ja. Ja. Wollen wir die ins Leichen kommen? Die ist riesig. Ja, würde ich sagen, einmal drüber gucken irgendwie, weil wir brauchen keine Unruhe. Okay. Ich fahre nur das Schiff einmal ein bisschen rum, dass ja, wir komm, eine Position haben, wo wir auch besser an Land gehen können und so abhauen können. Schmeißt sie einfach kurz oben hin. Ja. Kannst sie auch oben hin schmeißen, ich tue sie dann runter beim Rumsegeln. Mhm. Die Kisten habe ich ja so weit geplündert. Hey, ich will nicht wissen, wie viel Gewinn das macht. Ja, hoffentlich lohnt es sich auch. Nicht, dass das nur so eine Kleckerbeträge sind hier, weißt du? Es werden immer Kleckerbeträge sein. Aber wenn ich besser 3 als 1 Kleckler betreibe. Schmeiß mal Anker. Oder warte ich noch? Ich bin unten. Ich hatte noch nie so viele Bretter gelagert. Du kannst 71 Löcher reinmachen. Ich frage mich, ob hier in der Nähe auch per Zufall sowas. Das war zwar mega random, aber. Nö.
Ja, nochmal ein paar Sprengfässer wären eigentlich ganz cool. Oder das brauchen nochmal Skelette. Ich wollte gerade fragen, wo du hingehst, aber ich habe einen Baum gehört. Ah, hier, Sprengfass. Bring ich gleich mal zum Schiff. Ja. Wir haben noch ganz viele Holzbretter hier, aber die ignoriere ich jetzt mal. Ja, wie gesagt, Kanonenkugeln wären nochmal relativ wichtig. Aber da dürfen wir ja erstmal noch. Was ich sagen muss, was sich geändert hat, ist die Aggressivität von Haien. Also die kommen viel schneller und viel aggressiver. Und die Schlangen wurden auch aggressiver. Die beißen dich gerade, wenn du in der Nähe bist. Ich kann mir vorstellen, aber das wäre eine Chance wert. Nö. War schön, dass sie den Glitch nicht behoben haben. Oder was heißt Glitch? Ist es ja nicht, dass du, wenn du mit einem starken Angriff vom Schiff springst, dass du halt ewig weit fliegst. Obwohl sie das schon ein bisschen geändert haben, weil du aus Wasser triffst, bremst du automatisch ab. Hey, du, da hinten liegt eine goldene Schatzkiste. Wo? Komm ich denn jetzt rüber? Kann ich dir gerade nicht so wirklich beschreiben, weil ich nicht weiß, wo du bist. Hier liegt doch so ein Felsen drauf. Okay. Guck mal, ob ich hinkomme. Und ich habe hier noch ein Sprengfass. Ja, toll. Hi, Henne. Hey. Hi, Henne. Nimmst du das Sprengfass mal mit? Oder die Kiste? Je nachdem. Wie kommst du hierher? Ich hab keine Ahnung, wo ich bin. Ich kann jetzt so in die Höhle runter. Ah, hier. Ich hab's. Nee, geh mal hoch. Wieder den Weg zurück. Ich mach grad schon eine Höhlenforschung mit einem Sprengfass. Hier unten liegt nochmal eine Kiste. Okay. Wir mal wieder auf dem Weg nach oben. Oh. Kiste ist auf dem Schiff. Wo ist dieses verfluchte Schiff? Bananen haben wir auf jeden Fall auch erstmal. Ja, jetzt hier noch 75 drauf. Ja, ich sag Bretter und Ding haben wir genug. Sie sagt, unten war noch mal eine Kiste, hast du gesagt, ja? Ja, wenn du da runterläufst, ja. Ach, da ist unser Schiff. Also musst du dann in die Höhle rein, je nachdem, wenn du den oben oder den unteren Eingang nimmst. Musst du. Ich gehe jetzt den Weg, den du gegangen bist, glaube ich. Einfach die oben, schräge hier. Oben runter, dann gehst du eigentlich gerade den ersten Höhleneingang rein und wenn du da reingehst, siehst du recht schnell die Kiste. Okay. Und ich dann wieder fast beim Ausgang. Au, das ist. Sind in der Höhle so blaue Leuchtepilze drin? Ja.
da. Das war vielleicht das Einzige, was ich noch gesehen habe. Ein Sprengfass ist ja auch noch drin. Okay. Da ganz unten ist auch nochmal ein Sprengfass. So blöd und Pillepalle das auch klingt, weil die Sprengfässer geben mir nur echt nicht viel Geld. Aber ich würde sie halt schon ganz gerne mitnehmen, um halt diesen Ruf bei der Handelsdings da halt noch ein bisschen hochzukriegen, was. Ja, kein Ding. Runtersprengen ist schon keine gute Idee. Ich lebe zwar noch. Was holst du jetzt? Ich bin jetzt unten am Sprengfass, da neben der Schatzkiste. Okay. Dann hole ich gleich das von ganz unten noch und dann können wir eigentlich abhauen. Okay. Ja, ich suche noch unterwegs die Kisten durch. Mhm. Ja, das mache ich auch die ganze Zeit. Und wir haben ja unten noch 48 Kanonenkugeln. Ja, 48 Kugeln, das ist nichts. Wir hatten oben in der Kiste hatten wir 82 drin und wir sind jetzt drei Inseln angefahren. Die 83 Kugeln sind alle. Was? Boah, so eine Mammutstoßhorn würde ich schon mitnehmen. Und auf einmal Skelette, was war denn der Quatsch? Hey, Shadow. Hey, Heiner. Spider-Pick. Hier wäre wieder so ein goldenes Schwein mit einem Streifen. Schon ein paar Mal auf dem Beil. Da schwimmt ein Hai vorne drauf. Wow, weißt du, jetzt ein Boot auf Stealth-mäßig überfallen. Ich hoffe, dass uns keiner Stealth-mäßig überfällt bei dem Scheiß, den wir jetzt bei haben. Ne, ich meine mit unseren ganzen Sprengfässern. Voll geil. Oh, ich hoffe, das lohnt sich echt. Ja. Ich denke. Ich bin jetzt falsch gelaufen. Wo ist unser Schiff? Ich bin falsch gelaufen. Was macht deine Kleine hinten? Ich hätte das Hörspiel zu Ende. Hier bei mir wäre aber auch nochmal ein Sprengfass, wenn du Langeweile hast. Direkt geradezu vom Schiff ist nochmal so eine kleine Insel. Also wenn du vorne runterspringst, dann müsstest du mich eigentlich schon sehen hier im Wasser. Stell dich mal vorne auf die Spitze vom Schiff drauf. Und dann guck mal nach rechts ins Wasser. Ja, da hinten auf der Insel. Genau. Okay. Dann kann ich in der Zeit nochmal schnell zum Monster hinten gehen und den Eis waschen. Einfach Weihnachtskram.
Ja, warte, ich komme. Ach, ich hatte kürzlich mal wieder die coole Diskussion mit meinem Schweizerlohn und wie teuer das bei uns in der Wohnung ist. Ich weiß, aber war ich da nicht mit dabei? Nee, das war mit zwei, drei armer Leuten. Ach so. Warte, ich bin gleich wieder. Bin sofort wieder da. Hey, die Kackhaie, echt. Wir langsam echt auf den Keks. Da noch gespawnt. Gut. Hey Henne, wo ich zurück wollte. Du glaubst nicht, schon diese zwei Haie vor der Fresse. Ging jetzt übers Festland zurück. Ja, dann müssen wir direkt geradezu von uns. 6, 7. Hey, jetzt da oben ein Schuss rein, hey. Ja, ich. So, direkt geradezu von uns. Erste Insel, da sind nochmal drei Schatzkisten drauf und dann können wir abladen. Okay. Geradezu, das sind noch ganz viele Felsen im Weg. Ja, aber das ist bloß so eine kleine, puppig kleine Insel. Könnte durchaus sein, dass es dazugehört. Ich glaube, ich sehe die Insel. Komm mal hoch, bitte. Ja, die kleine da rechts. Das ist die Hölle hier zu manövrieren. Glaube ich. Ja, so schlimm ist es ja zum Glück auch nicht. Wenn ich ja genug große Leute habe, aber von sie kam was. Oh, schau mal, wie schön. Hey, aber ich hoffe, ich erlebe es mal mit dir Arma zu spielen. Ja, habe ich auch vor. Altes Life ist schon mal geil. Sind die Kisten vergraben, hä? Ja. Komm, ich nehme erstmal ein bisschen Beute mit. Du siehst so schön da vorne, was ist los? Kapitän ja, Paul. Ich muss mal. Nee, ich muss mal ganz kurz was schreiben.
Gott, da ist noch eins da. Nimmst du was auf? Ja. Okay, nein. Die Frage. Ja, nee, es ist ja. Sicher, bis die Beute abgeliefert ist, nehme ich sicher auf. Ja, nee, ist ja auch okay. Oder dann reiße ich das Thema jetzt gerade nicht an. Nee. Bis zum Privatsphäre müssen wir auch noch haben. Ich erwähne es mal wieder in dem Video. Falls ihr mal persönliche Fragen an uns habt, schreibt es entweder in die Kommentare oder unten ist der Discord verlinkt, wo wir drauf sind. Wir beantworten auch da gerne die Fragen. Ich bin auch regelmäßig drauf zum Zocken, falls ihr mal Bock habt mit mir zu zocken. Zum Beispiel jetzt momentan viel Arma oder auch mal Anfragen wegen Xbox oder so. Bin ich voll offen. Oh, die Kackschlange, ey. Wieso kriegen wir hier eigentlich momentan, was die Schatzsuche angeht, immer bloß diese ollen Ranzkisten und keine vernünftigen? Ich glaube, weil es via Schatzkiste, also Flaschenpost war. Ja, aber gerade denn eigentlich das? Wow. Hast du die dritte? Nee, ich wurde gerade angegriffen. Eigentlich sollte sie irgendwo hier sein, aber irgendwie. Hey, was geht ab? Hey, ich finde die Kiste gerade echt nicht. Ja, was ist denn hier los? Mein LED-Band hat sich hinter meiner Schrankwand verabschiedet. Hallo? Gerade meine LEDs angemacht, auf immer gucke ich sowieso, warum zum Teufel ist hinter meinem Schrank kein Licht? Nicht der Scheiß hier runtergefallen hinterm Fernseher. Ja, das Problem hat der auch. Ich habe jetzt extra. Die klebt doch einfach, die Kacke. Ich habe bei mir beim Festmachen extra doppelseitiges Klebeband gekauft. Weil es voll billiges Klebeband hinten drauf, egal bei welchem LED. Noch nie LEDs mit gutem Klebeband. Ist echt so, oder? Ja, Pipi. Na schön. So. Ja, was eigentlich wäre langsam Folgenende. Wollen wir jetzt trotzdem verkaufen oder wollen wir so asozial sein und sagen, bis zur nächsten Folge? Naja, wie lange geht die Folge? 29 Minuten. 23? 29. 29? Also bald 30. Mit Intro während schon 30. Ja, musst du was? Ja, weiß auch nicht, soll ich? Naja, komm, ich mach eine Special-Folge draus. Wo lang? Ja, guck ich mal, es wäre Richtung Nordwesten. Nimm mal das Segel. Nord-Nordwest. Weil ihr seid, liebe Zuschauer, machen wir eine Special-Folge draus mit Verkauf, weil. Ich will mal nicht so böse sein. Zumal, wir denn, wenn wir den Scheiß hier abgegeben haben, auch gleich nochmal richtig starten können. Also,
Ja. Equip und so ein Quatsch und bla. Und fängt die nächste Folge auch ein bisschen besser an. Weil wie willst du nachher eine Folge wieder voll kriegen mit wir verkaufen mal eben 5 Minuten und dann müssen wir wieder endlos segeln, ist halt nur scheiße. Ja, das endlos segeln kommt dann halt auch wieder dazu. Ja, das ist so. Und je nachdem kaufe ich ja noch Zeug mit dem Geld. Fahr mal nach Norden. Also relativ straight nach Norden. Ich muss erst um den Felsen fahren. Mhm. Da vorne siehst du dann schon den Lichter. Also die da? Nordwestlich jetzt? Ja, da. Ja, ja. Wir driften ein bisschen ab, oder? Ich weiß. Habe ich jetzt extra gemacht, um ein bisschen länger Musik zu spielen. Na, ach so. Das ist immer so voller Wassergeräusche. Ja, eigentlich kannst du gleich den Steg da vorne anfahren. Ich sehe gerade keinen Steg. Oder? Wo die Händler sind. Ja, doch, genau der Steg. Ui, 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 ui. Nix passiert. Alles heile. Nee, doch nicht ein Leckhammer. Sieht voll heftig aus hier oben. Ich trage mal alles. Mal hier hoch. Wenn das für dich okay ist. Ja. Nur die Dinge nehme ich noch nicht runter. Falls dann doch mal noch ein anderes Spieler da wäre. Wir sind doch irgendwie ein bisschen. Der Steg ist scheiße, na ist egal. Captain Henne hat gesagt. Ja, der Handels. Das ist ja auch der Handelssteg. Das ist ja eigentlich genau der richtige, wo du immer dran fährst, aber. Hey, wie viele Kisten haben wir hier unten? Sind ja, ich dachte, wir hätten nur 4. Nö. Da hinten ist ein Schiff, Zettel. Aber das Segel von uns weg. Nein, das dreht zu. Really? Nee. Okay, dann hat er. Dann ist gut, dachte ich schon. Hui. Sah gerade so aus, weil er gerade Kurs gewechselt hat. Was machst du? Ich drehe mal ein bisschen weiter zum Steg. Hey, wie viele Köpfe haben wir? 1, 2, 3, 4, 5.
so geplant. Ist gut, müssen wir nochmal reparieren. 5. So, ich will dich ja nicht nerven oder so, ja. Aber kannst du den ganzen Krempel, den du da oben hingepackt hast, hier vorne hinpacken? Das ist wieder ein Captain, hey. So, ein richtiger Assi. Krass, dass da echt noch irgendwelche Leute das Spiel spielen. Ich dachte, wir wären die einzigen. Die einzigen uncoolen Leute, die Piraten spielen möchten. Hallo, Piraten sind cool. Ja, das schon, aber in diesem Spiel. Der was ja gut, das. Ja, das stimmt schon. So ganz im Ernst, ich hätte es mir schon besser vorgestellt. Das, also das auf jeden Fall, ich hab recht anders vorgestellt und auch irgendwie ein bisschen besser. Aber wer weiß, was noch kommt. Das ist einfach mal am Anfang, obwohl ich da offiziell schon ein fertig releasedes Spiel ist. Hey, wir haben, wenn ich richtig gezählt habe, 11 Totenköpfe, also Schädel. Ja, läuft doch. Schon nur wenn einer im Durchschnitt 300 gibt, haben wir 3000. Immer noch viel zu wenig, ey. Wenn ich überlege, wie viel Krempel du machen musst, um hier an Geld zu kommen, das ist echt heftig. Es ist schon also die krass. Die Relationen sind echt ein bisschen unverhältnismäßig. Ja, vor allem die Schiffs-Upgrades finde ich auch schweineteuer. Wo ist echt die komische Tante da? Ah, die ist da oben. Ach, das ist ja unten drin. Ist das ein Typ? Die sieht aus wie ein Typ, ne? Das Zeug ist alles oben. Nehmen wir jetzt mal den mit. Ich weiß, was, wie wir nächste Folge starten. Mit Kleidershop. Hm. Nee, ich auf jeden Fall nicht. Ich spare auch Segel und sowas. Ja, es wäre geil, wenn ich in dein Schiff investieren würde, dass das auch gehen würde, aber ich glaube, das klappt nicht. Ja. Was aber cool wäre, wenn ich dir Geld geben könnte für... Oder wenn man mehrere Köpfe miteinander tragen könnte. Ich habe zwei Hände. Ja, weil wenn man sich einen Rucksack oder sowas noch holen könnte, wäre halt cool. Aber nein, aber nein, aber nein.
voll komisch, ich finde irgendwie mega viel Holzbretter, aber nirgends Kanonenkugeln. Achso, ich hab die ganzen Kisten schon immer mal mit abgefahren, also ich hab schon ordentlich Kanonenkisten geholt. Okay. Weil Holzbretter habe ich jetzt nochmal 5 Stück, ich glaube das reicht. Ja. Wir sind eh voll, Fass ist voll. Unser Bretterfass ist voll. Ja, läuft doch. Habe ich jetzt noch nie erlebt in meinen paar Stunden, wo ich das Spiel gespielt habe. Ne, dass so eine Kiste voll ist, habe ich auch nicht erlebt. Ne. Ich dachte, die wäre endlos. Oder auf 999 oder so. Wie viel sind jetzt drin? 100. Ja, eigentlich noch okay. Was? Ich hab grad sagen, da wird was verkauft, warum war das jetzt nicht angezeigt, außer da war der gedauert. Ich glaube, der ist am Laden mit Schädel und. Das Spiel ist nicht so schnell. Ich bin nicht mehr da. Ja. Kinder, Gottes Segen. Schon viel Geister des Jahrtausends. Okay, ich war auch mal ein Kind. Und ein Quillgeist. Zum Glück jetzt nicht mehr so. Boah, noch 5-mal Lauf. Noch 6-mal mit ihm jetzt. Wenn man für die Schädel unterscheiden kann, das ist echt mal eine gute Frage. Sind für mich alle gleich aus. Aber Hex 6 zu diesem Manns Vibe. Hey, ganz ehrlich, für jeden, der sich überlegt, Kinder zuzulegen, überlegt Nein. Sich einfach. Ich hab mein Kind echt über alles lieb, ja, aber Junge, manchmal. Scheiße, warum Papa? Ich will ständig irgendeinen Scheiß haben. Kinder haben. Sie nehmen und geben ein Lachen zurück. Ich springe ja immer von oben runter ins Wasser. Dass wenn ich versehentlich aufs Boot aufknalle, mir das Ding an. Hey komm, her, das Bananenlager machen wir auch noch voll. Das ist so deprimierend. Ich glaube, wir hätten eine ganze Folge machen können mit nur hin und her laufen. Ich weiß nicht mal, wie viel Gewinn das wir gemacht haben. Ich habe bei ziemlich glatt 25.000 angefangen und bin jetzt gerade bei 31.000. In der Zeit sind sogar schon neue Kanonenkugeln gespawnt. Echt jetzt? Ja.
Mit ein bisschen Glück komme ich im Handelslevel jetzt noch auf Stufe 11, dann kann ich gleich nochmal zu der komischen Tresentante da gehen. Mal gucken, wenn die dann sagt, von wegen sie sind erst Level 11 und müssen Level 15 erreichen, dann müssen wir auf jeden Fall Handelsaufträge noch machen. Weil ich will wissen, was die alte von sich gibt. Ah ne, schaffe ich nicht mehr. Also, noch zwei Sprengfässer und ich glaube, wir brauchen noch vier. Oh. Ja, sonst machen wir da mal so Kaufträge. Ich hab schon 18.000. Jetzt 32. Wenn ich mal denke, wie teuer ist das? 75.000. Ja. Segel. Und dann kommen nochmal 75.000 für den Rumpf drauf. Und nochmal 50.000, glaube ich, für die Galions. Stufe 10 im Handel. Die Scheißschädel bringen aber auch nichts. Ja, die normalen Schädel nicht, ne? Fässer sind jetzt alle verkauft. Hast du noch Schädel? Noch den, den ich in der Hand habe. Sind wir ja alles los, ja? Mhm. Jo. Ich hab kein Ende mehr hin. Wir waren fleißig. Fleißig und doch kein Geld. So, was also summa summarum haben wir jetzt eigentlich ziemlich genau 7.500 gemacht. Ja. Mit dem ganzen Scheiß. Ja, dann sag ich mal bis zur nächsten Folge. Tschüss.